Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Infovideo. Denn gestern wurde auf dem Twitter-Account von JW2 dieser interessante Screenshot geteilt. Das ist normalerweise so ein kleines Community-Spiel, in dem Fall Hide and Seek Gallimimus, wo halt die Community die Gallimimus, die ausgebüxt sind, suchen soll und zählen soll. Aber dieses Screenshot teilt uns ein bisschen mehr mit, als nur dieses Spielchen halt. Denn hier oben dieses Gebäude. Das gab es so vorher nicht. Das ist ein klares Indiz dafür, dass jetzt bald das neue Update kommt. Kommt natürlich vom Zeitraum auch hin. Ich glaube, die letzten Updates sind immer so im März rausgekommen. Meistens in Verbindung mit einem Dinosaurier-Pack, also ein DLC. Aber das Gebäude da oben rechts, ich kann auch nochmal ranzoomen, Moment. Die Lupe, da ist sie. Das ist auf jeden Fall ein ganz klares Indiz, dass das nächste Update bald kommen wird. Das ist nämlich ein Zipline-Gebäude im DFW-Style. Das hatten wir so vorher nicht. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn wir in-game sind. Also da gibt es halt nur dieses Standard-Zipline-Gebäude. Hier könnt ihr das Gebäude sehen. Die Seilbahn, beziehungsweise Zipline. Die ist halt so in diesem Jurassic World-Design, würde ich sagen. Und da haben wir auch kein anderes Design bisher von dem Spiel. Kann ich euch auch zeigen. Also das ist jetzt ja auf dem Screenshot das Design hier, also so in diese Richtung. Ungefähr wie dieser ausguckt. Aber dort haben wir noch kein Zipline-Gebäude. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein hundertprozentiges Indiz dafür, dass wir bald ein kostenloses Update bekommen werden. Und hier könnt ihr es dann nochmal auf dem Screenshot sehen, das Gebäude. Ist halt nicht dieser Ausguck, das ist halt ganz klar dieses Zipline-Gebäude. Weil man sieht ja sogar hier die Leute dahin fahren. Also bekommen wir wohl bald ein neues kostenloses Update. Ich freue mich dann natürlich sehr drüber und ich finde es auch immer cool, wenn die Gebäudesets erweitert werden, dass man auch wirklich jedes Gebäude in jedem Design hat. Ich bin mal gespannt, was wir noch so bekommen werden. Also ich gehe davon aus, dass es noch ein Dinosaur-Pack geben wird, also mit verschiedenen Dinosauriern. Da bin ich dann auch sehr gespannt. Hoffentlich wieder ein Wasser und ein Flugsaurier und vielleicht zwei Landsaurier. Das wäre ganz cool. Ihr könnt ja mal eure Guesses so in die Kommentare schreiben. Achso, bevor wir beenden hier, wir können noch einmal ganz schnell das Spiel natürlich spielen hier. Da ist ein Gallimimus, da ist einer. Da ist einer. Und da hinten. Also ich zähle 4. Wenn ihr mehr zählt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber mich würde jetzt auch noch sehr in den Kommentaren interessieren, was ihr euch noch so für Jurassic World Evolution 2 wünschen würdet. Weil vielleicht kriegen wir die ein oder andere Sache mit dem neuen Update. Ich gehe davon aus, dass wir es vielleicht noch Ende dieses Monats bekommen. Vielleicht an Ostern oder so auch erst, also Anfang April. Kann auch sein. Aber ich freue mich natürlich sehr darüber. Und jetzt ist es auf jeden Fall bestätigt mit diesem Screenshot. Ich hoffe, dieses kurze Infovideo hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.